Schon wieder einen neuen Außenposten haben wir gegründet in der letzten Folge hier bei Civilization Beyond Earth. Herzlich willkommen zu unserem Let's Play Together. Ich bin Writing Bull und mein Mitstädtegründer, Mitstädte-Spammer hier auf diesem fremden Planeten, das ist Christian Weigel. Und Christian, vor wem bewachen eigentlich die Kanoniere in dieser Stadt ihr Städtchen mit diesen riesigen Maschinengewehren? Vor allen möglichen bekannten und unbekannten Bedrohungen. Das kann man nie wissen, wer da plötzlich aus dem Dschungel heraustritt und sagt, hallo, ich bin's, ich möchte ein bisschen euren Außenposten erobern. Eventuell vor diesen Riesenraupen? Bei denen auf der kann ich noch nicht mal erkennen, wo vorne und hinten ist. Vielleicht macht sie das gerade so gefährlich. Ich glaube, die haben das Aggressionspotenzial von Milchkühen. Die sind ganz harmlos. Kannst du bei dir persönlich erkennen, wo vorne und hinten ist? Nee, aber oben und unten kann ich klar definieren. Das ist schon mal ein klarer Fortschritt. Christian Weigel ist im Bilde, ihr jetzt auch. Und wir werden jetzt auch die anderen Einheiten hier weiterziehen. Wir waren mitten in einer Runde. Ein Erkunder von uns ist hier im Süden des großen Kontinents hier unterwegs. Wir haben offene Grenzen vereinbart mit dem Anführer der Slaven und wollten hier eigentlich rumziehen, um hier das Kap hier aufzudecken. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir ziehen hier rein. Ja, gute Idee. Wir haben den Seeweg nämlich eventuell freigeschaltet. Mhm, und könnten theoretisch eine Handelskogge. Ich will immer Handelskogge sagen, dabei ist es völlig unpassend hier für die Zukunft. Da nach Stanimir schicken oder in eine andere Stadt. Hast du gerne und viel Patrizia gespielt? Ich habe Patrizia 2 über alle Maßen geliebt. Entweder das oder ich glaube vorher noch Hanse oder es gab noch irgendein anderes Ähnliches. Ich kann die alle nicht mehr auseinanderhalten jetzt in der Nachsicht. Das verschwimmt. Überhaupt, du bist ja Spielejournalist. Hast du nicht so viele Spiele schon gespielt in deinem Leben und Berufsleben, dass die alle zu einem großen Einheitsbrei zusammenklumpen in deinem Hirn? Ja, das passiert manchmal wirklich, dass ich echt nicht mehr sagen kann, wo war das jetzt und wo kam das her und doch vor allem wirklich mit Dingen, die früher in der Amiga-Zeit gewesen sind, das kriege ich nicht mehr alles auseinander. Aber das ist ja auch 200 Jahre her. Nur eine einzige Möglichkeit für eine Handelsroute hier auf dem Seeweg, nämlich nach Diepholz, um Diepholz zu pushen, da sollte man sich natürlich Gedanken machen, ob es so klug ist, hier in... Moment, falscher Fuß. Irgendwo hatten wir dann noch was eingestellt, ne? Nee, das war die einzige Handelskarawane, die wir sonst... Haben wir nicht irgendwo noch ein weiteres... Nee. Ich habe vage im Kopf, dass wir ein anderes Handelsschiff in irgendeiner Stadt in Auftrag gegeben haben, was jetzt vielleicht keinen Sinn macht. In einer Bauschlange. Zwei Handelsschiffe, glaube ich, kommen in Diepholz, aber ich glaube, das haben wir wieder geändert. Ich bin unsicher. Ich mir auch. Oder vielleicht war das schon das zweite und das eine ist gerade fertig. Das schauen wir mal. Aber wir sollten aber ein Landkonvoi irgendwo produzieren für Falscher Fuß, oder? Nee, bringt nichts, weil Falscher Fuß umzingelt ist von Miasmawolken und da kommt kein Landkonvoi raus. Das heißt, wir sollten da ganz schnell einen miasmischen Repulsor hinschicken. Mhm. Und den produzieren. Naja, doch. Produziert den doch in Diepholz und zwar nach dieser Wasserraffinerie, die gerade herstellen. Warum nicht in Mandira, wo wir überhaupt gar nichts mehr Gescheites herzustellen haben, wo wir schon Schnapsideen verwirklichen wie Reparaturanlagen? In Mandira bauen wir gleich Truppen. Also kein miasmischer Repulsor hier, auch wenn er in einer Runde fertig ist. Ach, na gut, na bitte. Vielleicht umkippst, wenn man dich ein bisschen unter Druck setzt. Sehr positive Eigenschaft von dir, schätze ich sehr. War das eine kleine Beleidigung? Ja, ehrlich. Nein, das war ein vergiftetes Lob. Und damit arbeitest du sehr gerne, das habe ich schon gemerkt. Ja, ich kann auch Offengift spucken. Ist dir das lieber? Ja, eigentlich schon. Dann kann ich mich nämlich direkt unter einen... ich habe hier bei mir im Zimmer schwebt ja auch ein miasmischer Repulsor. Das ist im Prinzip ein umgebauter Föhn. Oh, guck mal. Oh Gott. Kursänderung nach Süden, Captain, bitte. Genau dahin. Dann geht das nicht. Einer von uns beiden hat einen sehr, sehr ausgeprägten Fluchtreflex. Hättest du auch, wenn du in einem 20 Meter großen Kanonenbootchen sitzen würdest. Sag mal, unter uns beiden Königskindern, wie sieht das eigentlich mit Wassereinheiten aus? Können die auch das Upgrade Hügelparker erlangen? Leider nein. Das ist bitter. Das funktioniert nur in dem Grenzfall, wenn die in einer Stadt vor Anker gehen, die auf einem Hügel angesiedelt ist. Schon wieder ein Kolonist. Da schlägt mein Kolonistenherz höher. Wohin mit dem? Jetzt werden langsam die Siedlungsplätze knapp. Ja, ich würde eigentlich gerne dort siedeln, wo Fernbasis 1 steht. Aber Fernbasis 1 können wir jetzt auch nicht noch von der Karte fegen. Hat die maximale Stufe 5 Energie und 5 Wissenschaft? Das ist ja lächerlich. Es ist für eine Handelsstation viel, aber im Vergleich zu den KI
Möglichkeiten, wenn man mit denen Handel treibt, ist das vergleichsweise wenig, ne? Ja. Das ist wirklich wenig. Da würde ich eventuell von Entwicklerseite aus noch ein kleines bisschen am Balancing drehen und schrauben. So, was haben wir denn an Truppen verfügbar, die uns da gegen Fernbasis 1 helfen könnten? Echt? So, und ich erstmal gucken, dass wir hier die anderen Siedlungsgründe platt machen. Besetzen. Ja, okay, ich hätte schon einen in Aussicht im Norden, nördlich von Azraya. Stell dir einfach vor, du wärst Deutscher und wärst auf Mallorca und würdest auf Engländer am Pool treffen. Dann wirft man da überall sein. Ja. Dann habe ich eine Tasche voller Handtücher dabei und reserviere mir Plätze. Ganz genau. Ich wüsste einen tollen. Und zwar oben bei diesen drei Phyraxit-Quellen. Im Norden, nördlich dieses Gebirgszuges. Moment, ich habe ja Probleme mit der Anzeige. Wo nochmal? Entschuldige, hier. Ja, wie wär's denn da? Das ist gut. Phyraxit 2, 2, 2. Oh je. So viel ist das ja gar nicht. Das macht nichts. Das sind trotzdem drei Quellen für Phyraxit. Hier immerhin noch Reselin ist das hier, ne? Genau. Knollengemüse, Korallen. Dann darfst du dir sogar aussuchen, ob du dir auf diesem Hügel gründen möchtest oder auf dem Wüstenfeld nebendran. Ja. Ich würde dir das Wüstenfeld nebendran vorschlagen, dann bekommen wir nämlich noch Basalt. Welches, entschuldige? Das hier, ne? Das hier, ja. Genau. Hierhin damit. Tundra ist das. Das ist Tundra, ja. Gut, kalte Wüste. Ja, dann ziehen wir dahin mit dem Kolonisten. Und was ist der schnellste Weg? Wahrscheinlich über Norden, ne? Genau, so. Ja, doch, über Norden. Ja, doch. Dauert eine Weile, aber lass ihn das automatisch machen. Der kommt da schon an. Und weiter geht's mit. Entschuldigt, ich habe ein bisschen, ihr könnt das nicht genau sehen, aber ich habe ich spiele ja im Fenstermodus und wir sind per Skype verbunden und das produziert mitunter einige Slapstick-Geschichten, wenn ich hier das beim Interface rumhantiere. Der Bautrupp wollte hier, den wollten wir hochziehen zu falscher Fuß, zum Beispiel hierhin. Auf das Knollengemüse. Plantage bauen. Eine Runde weiter. Jetzt sollten wir doch vielleicht den Marine, den wir Richtung Süden geschickt haben, wieder hochschicken, ne? Warum? Um den Kolonisten hier zu begleiten. Nee, da ist doch niemand, das ist ja noch nicht mal ein Alien-Nest. Das können wir in Ruhe lassen. Ja, und wenn jetzt doch aus heiterem Himmel irgendwas auftaucht? Ein versteckter Hutama-Trupp oder was auch immer? Nein, dann wird nichts passieren. Dann wird nichts passieren. Ich leg die Hand dafür auf den Tisch. Können wir Schwebstein bereits auf den Tisch, ja. Aber ins Feuer wärst du nicht bereit, ne? Nee, ins Feuer nicht, aber ich will trotzdem alle Truppen Richtung Süden expedieren. Schwebstein können wir noch nicht, aber wir können Knollengemüse und Käfer. Was steht bei dir gelegentlich mittags eigentlich auf der Speisekarte? Knollengemüse? Käfer? Leckeres, bayerisches, gehäckseltes mit Schwebsteinbeilage. Da ist dann der Mittagsschlaf sehr leicht. Da schwebt man dann so 2-3 Zentimeter über der Couch. Der Hutama, dem haben wir doch eben eigentlich eine Handelsroute weggenommen und sie seinem Kriegsgegner stattdessen spendiert. Trotzdem bedankt er sich bei uns. Ja, vielleicht fährt noch eine, aber nicht mehr lange. Ha! Na, und? Und, was ist jetzt passiert? Ah ja, verarbeitet Runde für Kleinmächte. Fühlst du dich auch manchmal wie eine Kleinmacht? Nein, ich fühle mich mehr wie eine Großmacht. Sowas. Nee, also das. Also mit so einem billigen Schuss kommst du mir nicht davon. Was ist das denn für ein lustiges kleines Kap? Wie süß. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn man da ein Gebäude draufstellt. Das wüsste ich auch gerne. Dann geht's unter. Dann geht's unter und ragt ins Gelände, ragt ins Meer. Ah, schau mal. Das erste Mal. Das ist toll. Ich glaube, die sind fast meine Lieblingsausbauten. Ich finde es einfach toll, diese sich drehende, leuchtende Turbine. Das sieht schon cool aus, keine Frage. Und bringt 6 Energie. Das ist verdammt viel. Ein geothermaler Brunnen. Heiß. Heiße Sache. Wir können noch einen bauen, glaube ich. Im Norden dieser Stadt. Ja, oder müssen wir das Feld erst kaufen? Wie teuer wäre das? 40. Ja, und da stattdessen erst ein. Ich bin dafür, hier rüber schicken. Hier können wir schon mal anschließen. Alles. Ah ja, das ist auch eine feine Idee. Genau, einmal kurz zu Wasser lassen, also diese geothermalen Brunnen, die gefallen mir echt gut. Ich gehe mal ein bisschen den Kraken suchen. Nee, geh doch lieber die, bist du, ja, ich glaube, du willst eigentlich eher die Handelsroute öffnen, oder? Einfach mal Richtung Westen und gucken, was passiert. Du willst Richtung Rote Sonne, du willst die,
die sozialistische Batteriekolchose anschließen. Vorwärts zur Säule zur Freiheit. Mal schauen, was da ist. Mhm. Warst du eigentlich damals bei den jungen Pionieren? Nein, ich habe die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, mein Halstuch so zu knoten, wie ich es hätte knoten sollen. Ich habe ja damals versucht, mich beim Fähnlein-Wieselschweif zu bewerben und das war auch nichts. Nee, nichts. Ist das ein Schiff oder ein Konvoi? Nee, ist ein Konvoi. Das ist eine... Oh, Entschuldigung. Ein Landkonvoi. Ein Landkonvoi, ja, dann lass uns doch mit unserem neuen Freund Vadim Koslov ein bisschen handeln. Wie wär's denn mit Krabrost oder Usbek? Können wir? Ich würde trotzdem... Ach, schau mal, Fernbasis 1 würde auch einiges bringen und würde den Gegner nicht stärken. Na gut. Bringt eigentlich genauso viel, fast genauso viel doch. Mhm. Diese eine Produktion kommt, glaube ich, raus, weil wir noch einen Recycler haben. Das machen wir nicht. Mhm, na dann. Die Alternativen wären irgendwas Internes, aber... Das ist nicht so toll. Mhm. Warum ist denn bei den internen Handelsrouten, da würde mich manchmal sehr interessieren, wie die zustande kommen, die Werte, die da berechnet werden. Hat uns heute ein Zuschauer gefragt auf dem YouTube-Kanal, konnte ich nicht beantworten, die Frage, also nach welchen Formeln das hier berechnet wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Entwickler auch erstmal nachschlagen müssten, dass sie das spontan auch nicht wüssten. Mhm. Wird wahrscheinlich öfters durch irgendwelche Patches noch verändert. Ja, wahrscheinlich ist da sitzt eine ganz simple Formel hinten dran, wie einmal ein W6-Würfel plus die halbe Stadtgröße oder so irgendwas. Oh, ja, ist egal, der kann uns nichts. Wir sind ein Kunde. Ach, noch einer. Auch der kann uns nichts. Und jetzt würde ich, wie gesagt, wenn wir hier rüberziehen mit dem Kolonisten, dann würde ich den doch gerne bewachen. Das gibt mir so eine Illusion von Sicherheit. Aber wir brauchen doch die Truppen im Süden, wenn wir dann endlich, du weißt schon. Aber wie lange dauert das noch? Stimmt. Du wirst mir jetzt wahrscheinlich verbieten, hier eine Farm zu bauen. Ich würde dir nur einen besseren Ort vorschlagen. Na ja, egal. Immerhin, hier der Marine, der ist doch da. Der kann jetzt nach in Diepholz sich reinstellen. Mhm. Oder dann sogar schon auf den Basalt da unten, auf den Basaltsteinbruch. Oder wir parken den hier auf dem Hügel. Oh ja, gute Idee. Das machen wir eigentlich ganz gerne. Mhm. Die eventuell bekannt sein könnte. Könnte sich rumgesprochen haben, ja. Der Kanonier, der geht auch Richtung Süden. Und dieser Handelskonvoi hier, das wird sich ja schon lohnen, guck mal. Ja, dann bitte. Asraya, Nahrung und Produktion hin und zurück. Und bevor die nächste Runde zu Ende ist, müssten wir mal nachchecken, ob wirklich alle Städte genügend Handelskonvois besitzen. Ich glaube, da sind wir ein bisschen ein bisschen defizitär sind wir da, glaube ich. Ich glaube, einer fehlt uns, ganz im Norden, bei Falscher Fuß. Wir haben die Quest abgeschlossen, diese Spionage-Quest. Wir halten einen weiteren Geheimagent, weil wir eine Speziallieferung abgeschlossen haben. Und was bedeutet dieser Satz hier? Der Mann, der sie erhalten hat, hat eine seltsame Tätowierung auf seiner Haut gehabt. Gehabt? Was sind das? Ja, ein wunderschöner Satz, nicht? Mhm. Rätselhaft. Aber Spionage muss vielleicht auch rätselhaft sein. Mhm. Questentscheidung. Belohnungen für alle. Wir haben eine Automatikfabrik gebaut und das ist der Trigger. Ja? Darf ich da kurz nochmal nachfragen? Hat eine Tätowierung auf seiner Hand gehabt? Ist das irgendwie so eine Art komisches Plusquamperfekt? Das ist perfekt. Plusquamperfekt wäre, er hatte sie gehabt. Er stand doch da. Nee, er hat gehabt. Ah ja, okay. Bla 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 bla. Also eine neue Automatikfabrik wurde gebaut. Und wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Automatikfabrik umzugehen und diese automatisierten Systeme, die der Automatikfabrik ihren Namen geben, verschiedene Zwecke vorzugeben. Haben wir die Möglichkeit, plus einen Handelsweg pro Automatikfabrik oder plus ein Energie durch Automatikfabriken. Langweilig, wir nehmen natürlich den Handelsweg. Sag mal, kannst du dir ernsthaft vorstellen, vielleicht ist das so eine Art Intelligenztest für die Spieler, sodass man durch die falsche Questentscheidung, dass das die Spieler, die nicht würdig genug sind, Civilization Beyond Earth zu spielen, danach quasi rausnimmt aus der Partie, indem man denen einen Bluescreen verpasst. Wenn man hier drauf klickt, würde ich gerne mal ausprobieren. Nee, ich glaube, das ist für die Leute, die Civilization Beyond Earth vielleicht ein bisschen rollenspielmäßig spielen und dann vielleicht innerhalb ihrer Fraktion sagen, nein, wir sind so von Reinheit besessen, wir handeln noch nicht mal mit irgendjemand anderem. Wir alle unsere Städte sind Enklaven, es gibt keinen Kontakt dazwischen. Gehandelt wird nicht. Das könnte vielleicht sogar tatsächlich Sinn machen. Es gibt ja vielleicht Spieler, die wollen mit niemandem handeln und die ganze KI immer nur bekriegen. Ja, und die wollen auch keine internen Handelsrouten zwischen ihren Städten hin und her schicken, weil
Das ist ja Cheaterei. Oder andere Möglichkeit, ach stimmt, ja. Oder Multiplayer-Modus vielleicht, dass es da vielleicht Sinn macht, wenn da nicht so viel gehandelt wird. Wenn man sich vorher irgendwie für die Partie ausmacht, Handelskarawanen sind verboten. Ich weiß es nicht. Gibt auf jeden Fall viel Anlass für Spekulores. Ich würde mir das Alien-Reservat wünschen, dass wir hier möglichst schnell viele Felder dazu gewinnen. Dankeschön. Bitte sehr. Und vielleicht eins dazu kaufen, wie zum Beispiel die Algen oder das Öl rechts oben. Die Algen oder das Öl? Warum? Damit wir da gleich den Bautrupp hinschicken können und das Öl anschließen. Ja, in einer Runde haben wir eh. Ja, achso, dann schick ihn hin und dann kann er nächste Runde gleich dann anfangen, da eine Algenfabrik hinzukacheln. Also der Bautrupp hier, der ist noch gar nicht da? Nee, der andere, der in der Stadt gerade neu geworden ist. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst, entschuldige. Da hab ich wieder viel zu weit. Gut, wir können mit dem doch erstmal das Feld hier anschließen. Resilien ist auch schön. Ah, unfassbar. Ich freue mich über alles. Du freust dich über alles? Ich freue mich über jede weitere Geländeverbesserung. Das ist irgendwie so mein Fortschrittsanzeiger in Civilization. Das finde ich immer toll, wenn das alles ausgebaut wird. Um mal den Fortschrittsanzeiger unserer Freundschaft anzusprechen, hast du dir schon ein Weihnachtsgeschenk für mich ausgedacht? Für dich ein Weihnachtsgeschenk? Ja, warte, du bekommst ein Silbernixel und ein goldenes Watteweilchen. Nochmal, ein was, wie bitte? Ein Silbernixel und ein goldenes Watteweilchen. Das ist wahrscheinlich ein Zitat aus irgendeinem Kinderbuch, was ich noch nicht gelesen habe, weil ich so frühzeitig als Kind schon angefangen habe, die Bibel zu studieren. Ich nehme an, das ist so ein dummer Spruch aus dem Odenwald, den man neugierigen Kindern aufs Auge drückt, wenn die nach ihrem Geschenk fragen. Nett, dass du für mich für so jung einschätzt. Nettes Kompliment. Ich bin fast gerührt. Nee, der ist von meiner Oma. Ah. Und verschanzt sich da. Übrigens, ich sehe hier gerade ein großes schwimmendes Problem. Siehst du da unseren Arbeiter? Ja. Mhm. Und siehst du auch, was dem da vor der... Sollten wir vielleicht kurz die Bauarbeiten unterbrechen wegen schlechtem Wetter und Krakenwarnung und kurz an Land gehen? Danke. Vorzügliche Idee von dir. Mhm. Ich meine nicht, dass man irgendwie uns einen Feigling schimpfen könnte. Nein. Oder mehrere Feiglinge sogar. Aber du weißt schon. Ja. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Mhm. Also dieses weiße kleine Fingercup da, also das finde ich sehr lustig. Ah, und da, Land in Sicht. Sehr schön. So hat sich Christopher Columbus gefühlt, denke ich mal, als er versucht hat, Indien zu entdecken. Genau, als er dann auf seinem Radarbildschirm sah, dass da eine Landmasse vor ihm aufragte. Sag mal, wieder zurück und ein bisschen feuern? Na, um Gottes Willen, lieber den Seeweg nach unten aufklären. Nach unten aufklären, also so. Nach Süden, genau. Dass wir da irgendwie vielleicht eine Karawane dann später oder ein Schiff, eine Kogge schicken können. Eine Kogge, ganz genau. Mhm. Vielleicht auch einen Holk. Warten. Warten und abspeichern, genau. Mhm. Ein User aus dem Sith-Forum, Elwood, ein Freund von mir, der hat einen coolen Hügelparkerspruch unlängst losgelassen. Der hat gesagt, wenn die Hügelparker lange genug auf einem Hügel parken, bekommen die dann nach 10 Runden ein Upgrade, eine Weidekoppel eventuell. Und wenn sie noch länger, oder eine Hecke, und nochmal 10 Runden später vielleicht einen zusätzlichen Verteidigungsbonus, dadurch, dass sie dann noch Gartenzwerge und eine Wäscheleine erhalten. Ja, und auch, glaube ich, ein Gartenhäuschen und ein Grill und alles, was man so tut, wenn man sich da einrichtet auf einem Hügel, genau. Mhm. So ist es. Noch mehr Produktion wählen, Diepholz. Ja, wie soll man nicht langsam doch einen Ultraschallzaun oder hier zur Verteidigung? Na gut, der reicht aber nur zwei Felder weit. Wir wollten nochmal nachschauen, wie das mit den Handelsslots ist. Wenn falsch ein Fuß. Hier. Fehlt einer. Ja. Wir wollten. Lass uns einen miasmischen Repulsor bauen, damit wir hier das Miasma wegmachen, damit wir den zweiten Slot nutzen können. Genau, weil Diepholz kann das mal ruhig für seine Partnerstadt hier tun im Norden. Ja. Dauert auch nur eine Runde. Alles klar. Und nochmal Produktion wählen wo? In Asraya, okay. Mhm. Und Wasserraffinerie, lohnt sich das mittlerweile? Nee, finde ich nicht. Da ist ja noch nicht mal eine Wasserressource. Netzwerk ist gut. Vor allem Netzwerk verbessert auch, glaube ich, den Wissenschaftsoutput von Kupferressourcen. Und die haben ja einmal Kupfer. Stimmt, ja. Gute Idee. Gut aufgepasst. Quest abgeschlossen, das hatten wir schon. Okay. Und ein Geheimagent wurde befördert.
Der hier, dem müssen wir eine neue Operation geben in Kuyen. Ja, den können wir entweder Energie abschöpfen lassen oder wir schicken ihn zurück ins Hauptquartier. Weil hier haben wir ja nur die Quest ausgelöst. Was meinst du? Ich würde ihn wieder ins Hauptquartier schicken, dass er die beiden anderen, die Energie stehlen, abbrechen. Ich glaube, neu zuweisen. Und wie schickt man jetzt zurück? Ah, da. Zurück zum Haku. Ja. Dass er die beiden anderen unterstützt, die da Energie klauen. Kuyen ist ja nur so ein Nebenschauplatz gewesen. Da wollten wir nur wegen dieser Quest hin. Hutama. Wir grüßen euch auch, werter Hutama. Da Uming Sushua sei zu einem Ärgernis geworden, findet Hutama, der so liebevoll und soft aussieht, als ob kein Wässerchen ihn trüben könnte, und als ob die schärfste Waffe, über die er verfügt, die des Tweetes ist, und trotzdem möchte er uns in einen Krieg führen mit Da Uming Sushua, und es ist keineswegs bloß ein Kommunikationskrieg. Als hätte er nicht schon alle Hände voll zu tun, sich gegen Vadim Kozlov zu wehren oder ihn anzugreifen. Ja, nee. Wir entschuldigen uns freundlich. Tut uns leid, wir haben kein Interesse, wir sind bloß Hügelparker. Vielen Dank für die Einladung, aber da sind wir leider schon vergeben. Ach, jetzt hat der Krieg wurde beendet mit Vadim Kozlov. Ja. Ah ja, vielleicht kann Hutama nicht ohne Krieg leben. Vielleicht ist der Krieg... Eine Handelseinheit wurde zerstört von einem Alien. Wo denn, was denn? Hier, ein Schiffchen. Haben wir nicht schon dieses Upgrade, dass Karawanen nicht zerstört werden können? Hatte ich auch gedacht, das ist jetzt aber peinlich. Ja, da war glatt die Let's Play-Reihen durcheinander geworfen. Ich war der festen Überzeugung, welche Quest ist das denn? Weiter runter, es muss ja eine von den Grünen sein. Konsequenzen, Blutbank, nee, fette Jahre. Ich glaube, die heißt sicher hinter Mauern oder so. Die haben wir noch nicht. Dann haben wir die noch nicht. Ja, das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding, du. Ja, schon wieder, dann, wie wär's denn, wenn wir hier die Quest tatsächlich noch nicht haben, dass wir dann noch eine Landeinheit hier für den hier produzieren? Dann erstmal muss der miasmische Repulsor eingesetzt werden. Das ist ein anderer miasmischer Repulsor, den hast du in Mandira gebaut, aber es macht auch nichts. Ist egal, die kommen alle. Schön. Ja, genau, kommen alle zum Zug. Ja, das Miasma muss weg. Nee, eins weiter rechts. Hier. Ja. Obwohl, entscheidend ist ja, Moment, 1, 2, 3. Ja, hier ist Wasser gibt's ja, auf Wasser gibt es ja kein Meer. Du kannst noch eins weiter rechts eigentlich gehen. Über dem Canyon sogar. Oh, schön. Das musste ich einfach tun. Wo ich doch normalerweise Einheiten nicht auf einen Canyon draufziehen kann, da will ich das genießen, dass mir das jetzt möglich ist. Doch, mit den Schwebepanzer-Einheiten geht das dann später. Ach, da. Also, Hutama hat Frieden geschlossen mit Kozlov. Und wir haben die Aufgabe. Oho. Eine neue Quest. Schönheit im Auge des Orbiters? Des Orbiters? Was ist denn ein Orbiter? Ich glaube, das soll ein witziges Wortspiel sein mit Schönheit im Auge, liegt im Auge des Betrachters. Die sagen jetzt, der Orbiter ist eben, dass man nur mit dem Satelliten die Größe dieses Alien-Kunstwerkes sehen kann. Ich mag schöne und gute Wortwitze, vor allem allerdings diejenigen, die ich auf Anhieb kapiere. Zufällig erfasst ihr Satellit etwas, das eine riesige Alien-Ruine zu sein scheint. Zahlreiche tiefe Schluchten ziehen sich mit chirurgischer Präzision in das Gelände. Die Wissenschaftswelt, Ja, also diese Schluchten hier, über die wir gerade dem Satelliten gestartet haben, die können Sie nicht meinen. Nein. Die sehen nicht aus wie mit chirurgischer Präzision gezogen. Die Wissenschaftswelt ist sich einig, dieses Phänomen sollte von oben erforscht werden. Wir sollen zwei Satelliten starten, um die Geoglyphen zu untersuchen. Wo sind die denn? Die sind nicht wirklich irgendwo zu sehen. Das ist nur eine Quest. Das heißt einfach, du startest zwei Satelliten. Okay. Egal welche. Egal welche, egal wo. Was bauen wir in Mandira, Werter Christian? Truppen. Truppen. Gut, was haben wir zur Auswahl? Wir haben Raketenfahrzeuge. Die sind noch relativ schwach. Marines sind auch schwach. Kanoniere sind auch noch schwach. Kampffahrzeuge. Auch das nächste Upgrade ist vermutlich das des Marines, ne? Der Marine, das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Das nächste Upgrade ist wahrscheinlich eher das Kampffahrzeug. Also ich würde so eine Mischung aus Marines bauen, die brauchen wir als Infanterie, und Kanoniere und oder Raketenfahrzeuge zum Belagern. Also die Kampffahrzeuge gar nicht? Da ist mir das Gelände hier nicht offen genug. Kannst ja mal eins dazu bauen, aber die finde ich im Moment hier ein bisschen... Ja, also hier kommen wir schlecht durch. Also ein Raketenfahrzeug brauchen wir ja auf jeden Fall, dann nehmen wir das mal. Genau, Raketenfahrzeug ist ja faktisch das Katapult aus dem alten Ziff. Ganz genau.
Diepholz, die haben auch einen taktischen, ach Quatsch, einen miasmischen Repulsor noch auf der Pfanne liegen. Hör mal, wir könnten uns sogar überlegen, Kanonenboote zu bauen, um vom Seeweg aus zum Beispiel Jimbumba zu attackieren. Ja, wäre gar nicht so blöd. Und da machen wir noch ein Kanonenboot und ich hätte auch gerne zumindest mal einen Taktjet. Für den Fall, dass unsere Truppen bombardiert werden. Fangen wir mal mit dem Taktjet an. Und dieser Bautrupp hier? Ja, der macht zuerst mal die Kartoffeln hier schön. Genau. Und guck mal, Geld gespart. Energie gespart. Oh, ich bin beeindruckt von deinem Timing und verneige mich. War natürlich auch ein bisschen Zufall. Muss ich der Fairness halber sagen. Na gut. Ja, und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, auf fremde Welten zu stoßen, fremde Kontinente zu entdecken, fremde Küsten zu betreten als allererster, rauszuspringen aus den Landungsbooten und mit unseren Gummistiefeln uns über die Knie zu ziehen und einen Strand zu stapfen. Und dann zu brüllen, ich erobere dieses Land für Spanien? Zum Beispiel. Und dann natürlich sind wir auch gut ausgerüstet dafür. In der linken Hand ein Plastikeimerchen, in der rechten Hand ein Plastikschäufelchen. Da wird erstmal gebuddelt am Strand. Das ist das, was ich mir vornehme für die nächste Folge. Was ist dein Ziel? Ja, dieses Land für die spanische Krone zu erobern. Ja, das sind unsere unterschiedlichen Mentalitäten. Der eine ein politisches Schwergewicht, der andere ein Kind in einem Manne. Bis dann, bis bald. Hast du mich gerade fett genannt? Nein, habe ich nicht. Wie bist du denn darauf gekommen gerade? Nix, wegen dem Schwergewicht. Ach so, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Ich habe dich gelobt, du seist ein politisches Schwergewicht und habe dabei nicht, ich wiederhole nicht, an Helmut Kohl gedacht. Bis dann. Ciao. Tschüss.